Ja, ein kleiner Beitrag von mir zu einem strukturellen Punkt in der Diskussion um Deutsche mit Nazi-Hintergrund, der bisher übersehen wird, aber ich glaube, umso wichtiger ist. Jossi Bartal hat im Freitag, Ausgabe Nummer 10, geschrieben, dass die angemessene Reaktion auf die Debatte eine Vermögenssteuer wäre als beste Form der Vergangenheitsbewältigung. Die Einführung einer solchen Steuer wäre in Deutschland, so Jossi, eine antifaschistische Maßnahme. Vermögensteuer schön und gut, aber das würde der erneuten Akkumulation von Kapital, das im deutschen Faschismus durch brutalste Zwangsarbeit massiv angehäuft wurde und heute auf alltäglicher, normaler Ausbeutung im Kapitalismus beruht, keinen dauerhaften Riegel vorschieben. Die grundlegenden Produktions- und Besitzverhältnisse würden so nicht angetastet werden. Ich finde, hier lohnt ein Blick zurück in die Geschichte antifaschistischer Maßnahmen, wie sie zum Beispiel in der sowjetischen Besatzungszone ergriffen wurden und die vor allem auf die Strukturen zielten, die den Faschismus in Deutschland ganz grundsätzlich ermöglichten und auch heute noch die Privilegien der oberen 1% sichern. Ihr ahnt vielleicht, über was ich sprechen will, und zwar über Enteignung. Enteignung verstanden als antifaschistische Maßnahme, was heute bei eifrigen sogenannten Verfassungsschützern die Ohren klingeln lässt, weil sie darin einen Verstoß gegen die sogenannte freiheitlich-demokratische Grundordnung zu sehen meinen, war nach dem Sieg über den deutschen Faschismus bei den Alliierten gang und gäbe, zumindest in einem Teil Deutschlands. Warum wären Enteignungen eine antifaschistische Maßnahme? Weil es 1933 die deutsche Industrie und die führenden Wirtschaftseliten waren, die der NSDAP zur Macht verholfen haben, den Wahlkampf mit Millionenbeträgen sponserten und in ihren Medien den deutschen Faschismus hochjubelten. Man muss es so sagen, ohne die Unterstützung der Großkonzerne und Bourgeoisie, die Angst vor der sehr starken kommunistischen und sozialdemokratischen Arbeiterinnenbewegung hatten, hätte es Hitler nicht gegeben. Sie waren seine Steigbügelhalter und sie profitierten mit am meisten vom nationalsozialistischen Terrorregime. Selbst die CDU hatte nach 1945 diese Einsicht und sagte im Ahlener Programm, dass der Faschismus gezeigt habe, dass das kapitalistische Wirtschaftssystem den Lebensinteressen der Menschen nicht gerecht werde. Das war damals als Schlussfolgerung aus dem Faschismus für eine kurze Zeit Konsens und deshalb erwähnt auch Artikel 15 des deutschen Grundgesetzes die Möglichkeit von Vergesellschaftung von Grund und Boden, Naturschätzen und auch Produktionsmitteln. Ein Artikel übrigens, von dem auch die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen gerade so klug Gebrauch macht. An dieser Stelle ist ein Verweis auf die Kontinuität faschistischer Funktionseliten in Deutschland, vor allem in Westdeutschland, dringend nötig. Die alten Nazis saßen nach 1945 schnell wieder an den Machthebeln der bundesrepublikanischen Gesellschaft und zwar überall in der Politik, der Justiz, in den Sicherheitsapparaten, aber eben auch und vor allem in der Wirtschaft. Und wer einen strukturellen Eindruck von diesen Kontinuitäten erhalten will, den empfehle ich einen Blick in das sogenannte Braunbuch. Es listet SS-Dienstränge und nationalsozialistische Parteiämter von 1800 Wirtschaftsführern, Politikern und führenden Beamten der BRD auf. Und es ist bis heute eine Kontinuität, dass Großkonzerne auch nach 1945 weiterhin autoritäre und faschistische Diktaturen weltweit unterstützten. Ob in der Militärdiktatur Brasiliens, dem faschistischen Regime nach 1973 in Chile oder auch heute in der Unterstützung des diktatorischen AKP-Regimes in der Türkei. Man muss es sagen, bei jeder Schweinerei sind deutsche Unternehmen wie Siemens oder Volkswagen, die von damals noch Dreck am Stecken haben, auch heute noch dabei. Nicht zuletzt deshalb müssen wir wieder mehr über Vergesellschaftung reden. Und ich sage hier ganz bewusst Vergesellschaftung und nicht Verstaatlichung, weil damals ja auch sehr große Fehler begangen worden sind. Vergesellschaftung wären aber auch heute ein Mittel, faschistischen und autoritären Entwicklungen einen Riegel vorzuschieben. Anfangen könnte man zum Beispiel beim Milliardär August von Finck Junior, der mit seinem Vermögen von fast 9 Milliarden Dollar, das seine Wurzeln natürlich auch im deutschen Faschismus hat, den Aufstieg der AfD mitfinanziert hat. Enteignungen sind also auch heute ein demokratisches Werkzeug, das man benutzen sollte, denn der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch, wie Bertolt Brecht so passend gesagt hat.